Mein Name ist Katharina Roland. Ich bin Mutter, naturliebende Filmemacherin von Filmen wie Awake, ein Reiseführer ins Erwachen oder Awake to Paradise. Das Projekt, mit dem ich mich im Moment befasse, ist das Manifest der neuen Erde. Und ich freue mich sehr über dieses Manifest und viele andere Dinge, auch über meine Filme beim Mittelerde TV-Kongress zu sprechen. Ich wünsche euch viel Vergnügen und viel Inspiration dabei. Herzlich willkommen beim Mittelerde TV-Kongress. Liebe und Souveränität, die Säulen der Menschlichkeit. Mein Gast heute, Katharina Roland. Schön, dass du bei mir bist. Schön, dass ich bei dir sein kann. Du bist Filmemacherin und du begleitest Menschen auf ihrem Lebensweg. Tipps und Tricks und vor allen Dingen geht es bei dir um Bewusstsein. Genau. Für mich ist das eines der spannendsten, faszinierendsten Themen, weil ja es nichts gibt, was nicht in unserem Bewusstsein ist. Und die Frage ist, wie wir unseres Bewusstseins bewusst sind. Wie gehen wir mit unserem Alltag um? Wie gehen wir mit unseren Herausforderungen um? Aus welcher Quelle schöpfen wir? Was nehmen wir als Realität an? Das hängt alles mit Bewusstsein zusammen. Wie fühlen wir? Was geben wir an andere weiter? Was kreieren wir in unserem Leben? Welche Realität ziehen wir wie ein Magnet in unser Feld? Welche Energien geben wir raus? Welche Energien geben wir raus und welche Energien lassen wir, mit welchen Energien gehen wir in Resonanz? Genau. Aber ganz kurz vielleicht auch für unsere Zuschauer erklärt, die von Mittelerde dich eben noch nicht kennen, dein Weg mit dem Filmemachen und dem Bewusstsein hat schon 2012 ist der erste Film rausgekommen, richtig? Genau, das heißt, der hat schon viel früher begonnen. Ich habe für den ersten Film bin ich 7 Jahre lang um die Welt gereist mit meinem kleinen Sohn, damals zu spirituellen Coaches, zu Bewusstseinslehrern, zu Wissenschaftlern, um eben der Frage nachzugehen, wer sind wir wirklich, was ist der Sinn unseres Lebens, wie funktioniert das Menschsein und wie können wir erwachen und erkennen, wer wir wirklich sind und was dieser Abenteuerspielplatzleben, was das ist und wie wir dieses Spiel bewusst spielen können. Und was es alles für uns bereithält. Also ist das, was gerade draußen in der Welt passiert. Wir haben natürlich auch viele Menschen, die uns zuschauen und auch gerne Impulse mitnehmen, um sich in ihrem Leben leichter werden zu lassen. Weil das, was wir gerade draußen wahrnehmen, du ja auch genauso dabei bist wie alle anderen, sind Repressalien, die immer mehr werden. Es wird immer mehr die Frage laut, wie können wir das verändern? Und auch wir wollen dem nachgehen. Ich für mich selbst habe immer gesagt, das fängt bei mir an. Du bist auf einem ähnlichen Weg, aber du kannst den Menschen schon ein bisschen Handwerkszeug auch mitgeben, wie es leichter werden kann. Auch für die, die eben noch nicht so ganz mit dem Innenschauen angefangen haben. Erzähl mal ein bisschen von dir, wie dein Weg dann eben war und was du jetzt auch als Botschaft mitbringst. Für mich war die Erkenntnis, dass meine Gefühle, weil wir wollen uns ja gut fühlen, wir wollen ja uns geliebt fühlen, wir wollen lieben, wir wollen dazugehören, dass das immer etwas ist oder zu Beginn etwas ist, was in meinem Verstand stattfindet. Also im Grunde genommen kann nur ich mich selber oder zulassen, dass ich in Angst versetzt werde. Ja? Weil wenn ich dem glaube, was von außen kommt und das Außen sagt, es ist alles fürchterlich, es ist alles grauenvoll, du musst Angst haben und ich gehe nicht in meine Selbstermächtigung, ich gehe nicht in mein wirklich selber nachspüren mit meinem sensationellen Sensorium Körper, sondern glaube dem, was mir an Realität außen vorgesetzt wird. Und das ist ja auch etwas, was wir lernen von klein an, dass wir dem glauben, was uns gesagt wird. Ja, weil wir sind ja nicht im Kindergarten und werden belohnt dafür, dass wir Dinge in Frage stellen oder in der Schule, dass wir das Wissen, das uns serviert wird als Realität, also dieses Matrix-Wissen. Mhm. Wir kriegen ja nicht eine Eins, indem wir sagen, hey, Moment, ich hinterfrage mal die Evolutionstheorie oder ist die Geschichte wirklich so gelaufen oder leben wir wirklich in einer Demokratie oder haben wir wirklich eine Pressefreiheit, ja? Sondern wir werden ja erzogen, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden, dass wir dazugehören,
wenn wir dem glauben, was uns quasi von der, ich nenne es jetzt mal Matrix, also was uns von der Gesellschaft, die wir als gegeben annehmen, vorgesetzt wird. Und wenn uns diese Gesellschaft und quasi die Sprachrohre dieser Gesellschaft, also die Medien oder die Politik oder auch unsere Eltern, wenn die uns sagen, du musst jetzt Angst haben, das ist gefährlich, da Beispiel Virus, da ist jetzt ein fürchterlicher Virus und der rafft alle hin und dann sehe ich auch noch Bilder von Särgen und hinterfrage nicht, wieso sind da diese Särge und wieso sind da die Militärs, um dann irgendwann mal, wenn ich selber recherchiere, drauf zu kommen, hey, da war ein Streik und das war jetzt eigentlich, die wurden einfach gebeten bei dem Streik, lalala, und es wurden diese Bilder benutzt, um mich in Angst zu versetzen, damit ich als Rädchen funktioniere. Solange ich dem glaube, bin ich quasi nicht frei in meinem Bewusstsein und solange kann mit mir gespielt werden. Mhm. Solange bin ich wie, ich hatte übrigens mal das Bild, so rennen wir herum und haben hinten quasi die Fernsehanstalten oder die APA oder was auch immer hängen und geben immer wieder, was uns da gesagt wird. Aber in dem Moment, wo ich beginne, das zu hinterfragen, und ich habe es lustigerweise schon als Kind hinterfragt. Ich habe gesagt, das wäre auch eine Frage gewesen, wann ging es bei dir überhaupt los? Also ich denke, es hat Gott sei Dank nicht aufgehört, weil ich glaube, los geht's oder würde es bei jedem von uns als Baby, weil wir kommen ja auf die Welt und haben all diese Programme noch nicht. Oder genau, nur einen sehr großen, strahlenden Augen und mit dieser Offenheit für das, was das Leben einem schenken darf. Ja, weil wenn ich ein Baby anschaue, das schon natürlich auch im Mutterleib gewisse Programme übernommen hat und viel mitbekommen hat, also viel mehr, als wir denken, mitbekommen hat. Aber wenn ich das anschaue und das schaut so in die Welt, dann hat das noch nicht diese ganzen Programme. Aber im Laufe seiner Zeit, also vor allem durfte ich von Bruce Lipton lernen, ja, das ist auch ein Teil in den Filmen drinnen. Ja. Awaken, Reise für uns Erwachen und Awake to Paradise, sind wir in den ersten Jahren noch wie in einem hypnotischen Zustand. Und alles, was wir hören, was wir sehen, geht quasi wie bei einem Computer. In ein Programm. Und wir lernen aber nicht, das zu hinterfragen. Also wir werden nie belohnt dafür, das zu hinterfragen und selbstständig zu sein oder wild zu sein oder auch, wenn wir Angst spüren, das auch wirklich auszudrücken, sondern in unserer Gesellschaft hören wir, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder sei nicht hysterisch oder Tagträume nicht oder komm mal in die Realität. Komm mal in die Realität und jetzt haben wir so eine neue Realität vorgesetzt bekommen, wo schwupp, wir alle verloren gehen. Ja. Das heißt, die spannende Herausforderung, der wir jetzt gegenüberstehen, ist wirklich zu beginnen, wieder selber zu spüren und zu realisieren, hey, der Verstand ist ein Frequenzbereich, den mir der Verstand zeigen kann an physischer Realität, ist aber nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wirklich stattfindet. Mhm. Und alles andere, also das ist so quasi die Matrix, die uns vorgegeben wird. Es gibt so viel mehr Realitäten, Dimensionen, die wir uns jetzt langsam erschließen und so viele Menschen wachen gerade auf und realisieren, dass, hey, ich kann mit meiner Zirbeldrüse mich ins Feld des göttlichen Bewusstseins oder des eines höheren Bewusstseins einloggen. Ich kann auf mein Herz hören. Und das sagt mir was ganz anderes. Ich kann jeder Zelle zuhören, jede Krankheit ist in Wahrheit ja ein ganz toller Hinweis darauf, dass etwas aus der Balance ist. Weil wenn's oder es ist im Heilungsprozess, wenn wir die germanische Heilkunde anschauen. Großartig, Fieber, Rotzen, Husten, eigentlich ein Prozess, wo sich der Körper von Zellen befreit oder von auch den nicht heilsamen Viren. Bestehen ja größtenteils aus Viren, Bakterien und Pilzen, ja, mehr als Körperzellen. Und die uns nicht dienlich sind, um in Gesundheit zu bleiben, aber dienlich sind, um unser Bewusstsein zu heben, dass die in dem Prozess der Heilung quasi auch wieder ausgehustet werden sollen oder ausgeschieden werden sollen auf viele Arten. Und du erzählst in deinen Filmen im Prinzip Geschichten, um ins Bewusstsein einzutauchen, um diese verschiedenen Bereiche wahrzunehmen und eigentlich ja für jeden, der deine Werke hört und sieht, zu sich selbst zu finden, um dann
zu schöpfen. Also ich sage ja immer schöpfen, Manifest sage ich nur, manifestieren. Vielleicht magst du ein bisschen darüber berichten. Das ist für mich der Schlüssel. Ja, also ich gehe ganz kurz auf die Filme ein. Die Filme sind ja so, ich nenne sie Reiseführer ins Erwachen, ja, oder ins Leben, wo das, was ich in, sage ich mal, 20 Jahren erfahren durfte, komprimiert ist, weil ich spüre so, dass wir nicht mehr diese ewige Zeit brauchen, um ein neues Bewusstsein, um zu erwachen, um unser Bewusstsein auf eine neue Stufe, das muss jetzt nicht höher sein, aber einen größeren Überblick zu haben, wurde so viel Wunderbares geleistet von so vielen wunderbaren Geistern. Und der Film als ein Beispiel. Es gibt ja so viele Bücher und Vorträge, mhm, und Podcasts und Sendungen, wie ihr sie ja auch macht, ist ja dazu da, unter anderem, um quasi die Essenz zu vermitteln, damit es einfach schneller geht, ja, für die, die zuhören oder zuschauen, damit ihr nicht diesen ganzen Weg neu gehen müsst, weil wir jetzt in so einer spannenden Zeit sind, wo so viel in so einem schnelleren Zeitpunkt passiert. Und jeder strahlt ja auch in seiner Frequenz aus, ja? Also deine Art ist deine Art, der Dieter ist ja auch ein Wegbegleiter von dir in seiner Art, ich mach meins, der Roman macht seins, also darum ist es auch für mich ein Geschenk, immer wieder auch Impulse dann von so tollen, dann auch Wegbegleitern wie dir zu hören, ja? Und die verschiedenen Schatzkisten, genau, zu öffnen und sagen, oh, heute spricht, oh, mich das an und das möchte ich mal ausprobieren und wow, und heute, wow, du hast großartig, ich spüre jetzt den Impuls, dass ich dich anhöre zum Beispiel und sag so, oh, danke, dass ich diesem Impuls gelauscht habe, weil er ist wieder so ein Geschenk und die Geschenke sind ja größtenteils etwas, wo ich mich einfach nur erinnere, wo ich in mir in Resonanz gehe und sag so, oh, ich habe immer gedacht, das muss so schwer sein und es ist so unerreichbar und es hat nur der Guru oder der Prinz auf dem weißen Pferd, der mich uns alle erretten wird. Aber hey, in Wahrheit ist ja alles da. Es geht ja mehr um ein Loslassen von Ideen, ja, um dann zu realisieren, wow, ich bin ein schöpferisches Wesen. Ich bin schon perfekt. Ich darf mich jetzt daran erinnern. Ich darf jetzt all diese Schleier und Schatten und dunklen Ideen und Schwierigkeiten, die ich angesammelt habe auf meiner spirituellen Reise oder auf meiner Reise durch die Schule und durch Beziehungen und durch, wo ich immer kleiner geworden bin, weil ich dem geglaubt habe, was mir von außen gesagt wurde, das darf ich jetzt alles anschauen, loslassen und dann stehe ich plötzlich da, ich göttliches Wesen, und darf mich entscheiden, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Was kreiere ich damit? Mhm. Du hast ja gesagt, schöpfen. Alles, was wir denken und fühlen, was wir in unseren Bildwelten in uns sehen, wenn wir die Augen schließen oder viel ja auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, ich fahre jetzt Auto, da habe ich ja parallel noch Filme laufen. Mhm. Und das ist alles das Material, das Rohmaterial quasi, aus dem dann meine Realität geschöpft wird oder was hinaus projiziert wird und dann irgendwann auf dieser Bühne oder Leinwand des Lebens auftaucht. Und es wurde, also ich sehe es so, dass jahrhundertelang versucht wurde, genau dieses Potenzial und diese Aufmerksamkeit zu kapern. Also es wurde unsere Aufmerksamkeit auf Drama gelenkt, auf Kriege gelenkt, auf in Hollywood-Filme gezogen, in Handyspiele gezogen, in Werbung gezogen, in News gezogen, in Zeitungen gezogen. Dieser Goldschatz göttlicher Aufmerksamkeit genutzt, dieses Matrix-Konstrukt auf energetischer Ebene aufrechtzuhalten. Es wurden Stadien gebaut, um unsere Aufmerksamkeitsenergie abzusaugen in die Matrix. Also ich jetzt im Moment sehe ich gerade wie so eine Truman-Show, ja, wo, mhm, so nicht nur die physischen Sportstadien, sondern auch jeder Fernseher, der irgendwo steht, oder jedes Tablet, jedes Handy, ist im Grunde genommen, saugt wie unsere Aufmerksamkeit ab, saugt sie in diese Konstruktion einer Matrix, die uns immer klein und kleiner hält und kleiner hält und uns sagt, was wir denken sollen, wovor wir Angst haben sollten. Diese Angstenergie ist wieder eine kreative Energie. Mhm.
dass es ja zu wichtig ist, zu sagen so, hey, stopp, ich lasse meine Aufmerksamkeit nicht mehr stehlen. Ich wende jetzt meine Aufmerksamkeit ab, auch davon, das Drama, die Kabale, diese Abgründe anzuschauen ständig, sondern... Oder auch in den Kanälen, ja, in den Kommentarspalten, Anfeindungen, hin und her, Fingerzeigen. Wer hat jetzt schon wieder irgendwo und ist mit irgendwem, der möglicherweise doch auf der anderen Seite steht und doch von der dunklen Seite... Scheiß drauf. Also... Scheiße wäre auch ein schönes Thema, weil es geht jetzt auch ums Kompostieren der alten Dinge und das wieder zurückzuführen in den natürlichen Kreislauf. Also auch die physische Scheiße, ein spannendes Thema. Aber sind das alles der Liebe und dem Souverän. Im Kompost zu übergehen und unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das zu lenken, was wir kreieren wollen. Ja. Auf eine heile Erde, auf das, was wir sind, auf die Liebe, auf die Pflanzen, auf die Tiere, auf die Kinder, auf unseren Körper, auf unsere Beziehungen und uns das auszumalen. Und dazu durfte ich mit erschaffen oder initiieren etwas, das heißt, vielleicht kennen es ein paar von euch schon, das Manifest der neuen Erde. Und das ist so ein Bild, das alle Lebensbereiche umschließt, von Gesundheit über Potenzialentfaltung, erkennen, wer wir sind, Gemeinschaften, Kreisläufe, in denen es keinen Abfall mehr gibt und in denen nichts mehr nicht reparierbar ist oder weggeschmissen werden wird, sondern wo alles im Kreislauf ist. Ein neues Geldsystem, eine neue Verwaltung, neue Medien, alles darauf aufgebaut, das Leben zu ehren, das Leben zu schätzen, wirklich in der wahren Fülle zu leben, die eben nur in uns entdeckt werden kann, weil sie schon da ist in jeder Beziehung. Ich kann mit diesem Baum hier Fülle erleben, die höchsten Erwachenserlebnisse haben, wenn mir das bewusst wird, dass es eben nicht ein Baum ist, wie in der Matrix würdest du sagen, es ist ein Baum, okay, kenne ich, ja. Sondern wenn du das beginnst. Die Offenheit. Oder mit dir, ja. Mhm. Ich meine, wir haben das Potenzial, dass wir in Bliss miteinander sein können. Mhm. Mit jeder Ameise, mit jedem Hahn, der hier vorbeikommt und kräht, ja. Mit allem, was ist, wirkliche Fülle zu leben, weil diese Fülle kommt dann aus dem Gefühl von Erfülltsein, das ich bekomme, wenn ich weiß, ich bin eins mit allem. Und dieses Manifest erinnert uns daran, an das, was wir schon wissen und in uns tragen, nämlich das, ich nenne es gerne das Paradies auf Erden. Und das kann man anschauen, wenn man lieber statt lesen lieber schaut oder hört und sich am Anfang vielleicht diese 70 Minuten mal nimmt, irgendwo in Ruhe und sich da in diese Bilder hineinfallen lässt, ist es ein Akt des göttlichen Schöpfertums, sobald ich beginne, diese Bilder in mir neu zu erschaffen. Weil ich höre vielleicht von den gesunden Flüssen oder den Kindern, die lachend über die Erde laufen oder den Gemeinschaften, die gemeinsam kochen, gemeinsam anbauen, gemeinsam ernten, den Handwerkern, den Kindern, die auf Bauernhöfen lernen, mit den Handwerkern lernen, die mitsprechen dürfen, wie unsere Zukunft gestaltet wird. Und ich kreiere diese Bilder, also sie entstehen einfach in mir und ich schaue sie dann an und ich riech sie und ich schmeck sie und ich höre sie. Und indem ich das tue und es mir gut geht dabei, schöpfe ich sie. Tue ich viel mehr, als wenn ich jetzt in einem Telegram-Kanal mir zum 100. Mal anschaue, was für ein Albtraum in dieser Matrix stattgefunden hat, um diese Matrix aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, die größte Form von Revolution ist es, unsere Aufmerksamkeit nicht mehr dorthin zu lenken, sondern nicht mehr rauszugeben, sondern in das, was wir schaffen wollen und das zu schaffen. Und in die Innenschau. Und parallel entsteht quasi mit dem Zerbröseln des Alten, ja, ich verleugne es nicht, sondern ja, ich schaue es mir auch an und ich habe Monate damit verbracht, da zu lauschen, mir das anzuschauen, mit Menschen zu sprechen, dann auch Erfahrungen, persönliche zu machen mit Menschen, die da wirklich tief hineingeschaut haben, die wirklich grauenvolle Dinge erlebt haben.
da habe ich gemerkt, so, ich erschaffe das ständig mit. Mhm. Und wie gut geht's mir, seit ich sage, okay, ich schaue mir das zwar an, aber mehr als 10% gebe ich dem nicht, sondern ich will jetzt ein Teil der neuen Erde sein, die wächst. Und ich will Menschen inspirieren und ich möchte dabei sein. Und ich möchte Menschen zusammenbringen und das ist ja auch der Grund, warum wir uns getroffen haben hier heute, um genau diese Energie rauszuschenken. Und ich kann das Glänzen in deinen Augen sehen. Ich tauche die ganze Zeit förmlich in dich ein und ich konnte die Bilder eben auch sehen, die du gezeichnet hast. Und ich hoffe, es geht den Zuschauern auch so. Und seid kreativ damit. Taucht genau da ein. Nehmt euch diese Energie mit für euch, für eure Innenschau. Und wenn wir dann nochmal Liebe und Souveränität, was ja eigentlich unsere Überschrift nehmen, im Grunde ist es ja ersichtlich. Da steckt die Liebe schon drin. Und es ist die Souveränität, nämlich Ja zu sagen zu sich und zu dieser Innenschau und zu diesem Weg. Und die Entscheidung zu treffen. Also für mich ist Souveränität so, die Entscheidung zu sein und die Entscheidung zu spüren wieder. Die Entscheidung, die Liebe, die ich bin, zu erforschen, mit der zu spielen und aus der Liebe heraus ganz bewusst meine Realität zu erschaffen. Und es funktioniert. Mhm. In jedem Moment. Also mir passieren ständig Sachen, die ich früher, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Wunder, das ist Synchronizität, davon habe ich mal gelesen. Mhm. Jeden Tag. Mein Leben ist ein einziges Wunder mit all den noch unbewussten Dingen, die angeschaut werden wollen, die getriggert werden, wo ich merke, so, oh, wenn ich jetzt irgendwo in Angst gehe oder in Schmerz gehe oder in Wut gehe oder merke, so, da gibt es noch was zu verzeihen. Okay, das ist ein Geschenk, das will angeschaut werden, weil das ist noch etwas Altes, was sonst mit erschaffen würde. Und dadurch, dass mich irgendjemand triggert, darf ich mir das anschauen, darf es auflösen und dann brauche ich es auch nicht mehr auf der Bühne haben. Und auch du lebst in einer Stadt, wo es Repressalien gibt. Und auch du lebst ja, du reist auch. Ich lebe im Land, deswegen, weil für mich die Beziehung... Aber du bist schon auch in der Stadt. Also aber ich bin immer wieder auch mal in der Stadt und reise eben auch und erlebe das. Aber du gehst damit anders um und schon ist es leichter. Ja. Es ist ich beobachte es mehr und mir begegnen dadurch aber auch, ich gehe ohne Maske und ich habe kein Problem damit. Und wenn jemand mal mein ärztliches Attest sehen will, dann sehe ich einfach jemanden, der Angst hat, die das wirklich sehen will, dann zeige ich ihr das mit genügend Abstand. Aber sonst begegne ich so vielen Menschen, wie dir zum Beispiel auch. Ich meine, wir schauen uns an und wir wissen, hey, alles klar. Ja. Ja, schön. Ich würde fast sagen, da dürfen wir es stehen lassen. Du hast gestrahlt, geglänzt, so viel Schönes rausgegeben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und schicke meinen Zuschauern ein Lächeln.